Hey, oh, what's up? What's up? Hey, bro. Do you need something like a medic or something? We need friends. You want to come in? Here. I don't know the color of the house. I will open the door, okay? Yeah, I didn't get some any weapons or something. I can give you stuff I have. I give you all stuff I have. No problem. Please don't kill me. No, we're not killers, bro. Hey, we're friendly, bro. Okay. Here. Away from. Alter, ich höre dich doppelt, Bruder. Was ist das? I'm from Belgium. Are you a friend? We're friends, yeah. I'm from Croatia. Okay. Hello. Ich muss gleich mal umstellen. Oh, where I go. No, it's fine. A chicken? No, we won't kill you, man. What do you need? I think you got a shotgun. Wait, I give you money. Oh, voll nett. Was ist das denn? What? Why are you so friendly, man? Thank you so much. Easy. Also, du klingst absolut deutsch. No, man, I'm from Croatia. Okay, easy. You got what weapon? Wait, you can have this weapon. I definitely don't need it, shit. Warum schenkt ihr uns alles? Hallo? Here. I got it. I know why. Ja, ich würde sagen, ein bisschen komisch, ne? Ja, ne? Yeah, then have a nice day, bro. Yeah, sorry, what? Do you know how can I craft a campfire? No. Oh, I don't know, my friend. Okay, easy. Bye. You're new in this game. Sorry, bro. Yeah, bye. Liebe Freunde, willkommen zu dieser Episode Daisy 19 Uhr, natürlich mit einem gewohnten Start. Friendly. Ja, mit Daniel, Luzi und Friendly in der Apokalypse von Tschernarus. Ja, wir waren gerade auch so ein bisschen am Einstellungen, am Rumdingsen. Ich wollte mal Caps Lock deaktivieren, ne, weil ich das so abfuckt, wenn du das drückst, dass du dann halt groß weiterschreibst. Ne? Weißt du, ja, was ich meine? Du kennst das Problem. Natürlich in der Daisy Standalone von den Entwicklern natürlich richtig smart ausgewählt. Tot. One-Shot. Die haben dich ja da auch geholt. Also mein letzter Stand ist, dass sie in die Police zurückgegangen sind. Okay, also seitdem warte ich auf dich und ja. Ich bin natürlich wieder da, liebe Leute. Nice! Nach diesem jetzt genau? Extrem friendly direkt erschossen worden. Da meine Leiche, ich sehe die. Ich habe vorhin noch mal den einen Typen sprechen hören, den wir getroffen haben, der friendly war. Dann so Tschüss gefallen und danach habe ich ihn nicht mehr gehört. Also sind schon sehr, ich sag mal, blutdurstige Genossen hier am Start. Soll ich es versuchen? Ey, warte mal, in der Police sehe ich gerade eine Fackel, die ist angegangen. Ich hole jetzt eine Waffe wenigstens. Draußen auf dem Dach sehe ich einen. Natürlich, ich habe die dümmste Waffe geholt, Bruder. Die Sporter. Hab einen. Oh, Bruder, du bist gut. Hab einen auf dem Police-Dach. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wo der andere Kollege ist. Ich glaube, die waren zu zweit. Ich glaube, einer ist rausgekrabbelt mit einer Fackel. Oh nee, die haben meine Pumpgun genommen, Bruder. Oh, scheiße. Ich habe leider nichts für dich. Ja gut, kommst du klar? Brauchst du Hilfe? Nee, ne? Hab den Deagle, let's go. Let's go, perfekt. Ja, warte mal. Ich versuche trotzdem nochmal außen rum zu gehen. Ja. Dann kannst du ihn vielleicht irgendwie mit der Deagle hochtreiben. Oben sehen. Wo? Oben bei der Leiter. Ah, oh, scheiße, wo ist der jetzt? Oh, der Zombie, ey. Wo ist er jetzt? Im Gebäude? Du hast den, glaube ich, nur an Kanches geschossen. Der humpelt. Oh, scheiße. Ich habe eigentlich nicht sehr viel mehr als den Kopf gesehen. Ja, kann gut sein, dass es auch die Schulter war oder so, aber eigentlich würde ich sagen, müsste der fällig sein. Bro, du weißt doch, wie es läuft. Wir sind One-Shot und die Gegner sind wieder 100-Shot, oder? Ach ja, stimmt, richtig. Da gab es eine Regel in der Daisy Standalone, dass wir immer grundsätzlich One-Shot sind und die anderen natürlich nicht. Na, ganz normal hier natürlich. Gut, mit dem einen oder anderen Damage-Check natürlich ist man natürlich auch ganz gut gesottet, ne? Natürlich. So, liebe Freunde. Nein, Spaß ich natürlich. Ich bin im Dingsgebäude, weißt du, von dem Gebäude, wo man aus in die Police snipen kann. Ich bin im Double Red, Doppel. Okay, Brown. Einer ist auf dem Dach wieder. Okay, ich kann von hinten drauf gaffen. Ach, scheiße, ich hab eine scheiß Pose hier. Das ist ein Kopf da hinten? Oh, du hast ihn! Ich hab's gesehen! Hat noch einen Hit oder ist jetzt richtig dead? Er ist umgefallen. Aber warum hockt er sich dahin? Willst du reinpushen? Mit der Deagle? Ja. Was habe ich zu verlieren, Bruder? Komm. Nix, warte mal, lass mich kurz die Fenster abchecken. Naja, die Deagle habe ich zu verlieren, ne? Die ist schon stark. Das ist korrekt, Bruder. Ich gehe mal vorne rein oder so, oder hinten? Geh mal vorne rein, vielleicht kannst du auch reden. Ja, reden. Ich achte mal drauf, ob der Typ wieder aufsteht. Ich bin hinten drin. Du bist hinten drin, nice. Du hast gesehen, wo er umgekippt ist, richtig? Ja. Perfekt. Ich versuche mal Steps zu hören. Ja. Liebe Leute, wir haben natürlich letztes Mal aufgehört, ne?
auf dem Server und machen heute direkt wieder weiter hier. Ja, ja, das ist der Server vom letzten Mal. Wir haben ja auch die ein oder andere Rechnung offen. Zum Beispiel mit dem T-Rex. Ach so, ah nee, noch anderer Server. Noch nicht. So, wo bist du denn jetzt? Psst. Unten drin. Hey, ich muss Steps hören, Bruder. Wenn du redest, kann ich es nicht hören. Ach so, dann kannst du natürlich keine Steps hören. Deshalb, Bruder, verhalte ich mich natürlich so leise wie möglich und will dir keinen Unsinn labern, nur um dich zu stören. Das wäre natürlich extrem asozial hier in der Daisy Standalone. Richtig. Bruder, ich gehe jetzt hoch. Ja, geh jetzt hoch. Guck mal. Guck dich da mal um, Bruder. Erster Stock Bruder. Ist... Wie, wahrscheinlich, Bruder? Wir sind Brüder. Beeil dich! Mann, sei doch ruhig, komm doch mit, Alter! Ach so, sorry. Stimmt. Ah, looten! Ah. Okay, erste Etage ist komplett safe. Ja. Der ist dann wahrscheinlich oben, ne? Ja, können wir bitte die Türen wieder schließen? Aber oben ist alles offen, ne? Als ob der jetzt da campt. Bin oben. Ja, ich loote mal eben fix seine alte Leiche. Bin oben. Bis oben, nice. Bist du am Looten? Digga, das sind beide dead. Hab ich doch beide gekriegt, geil. Ey, hier vor der Police liegt auch noch einer dead, ne? Oh mein... Geht der jetzt nicht viel Stuff? Fucking... Ich will jetzt nicht sagen Gott, aber... Oh mein Tür, fucking Gott. Tür, hast du Tür? Nee, das war... Doch, war ich. Bastard. Nice. Moin. Oh, schubst mich doch nicht weg, Alter. Oh, die ganzen Nades, Alter, was ganze hat. Nades, Junge. Mahuni. Von was? Mach doch mal die Kiste auf und so. Welche Kiste? Lass mich doch mal in Ruhe looten, ey. Dieser Stress mit Nimm dir immer. Alles. Halt Stress, doch mal die... Normal, so. Bruder. Was? Wieso nehme ich den Rucksack eigentlich nicht mit? Das habe ich mir auch gefragt, aber ich dachte, hey, das verlangsamt deinen Loot-Prozess. Das kann ich mir mehr wegstecken. Was hast du für Nahkampfwaffe? Alles. Hast du keine wichtige Frage? Der hat das Hühnchen. Was für guck Hühnchen, mal. Mann? Hier, der Blaue. Oh Gott. Der Blaue, guck mal, der hat das Hühnchen. Ich glaube, das ist von dem Kollegen, ne? Von der hat anderen, auch meine Pumpgun. Scheiße. Hat der den gepusht oder waren die zusammen? Weiß ich nicht. Nee. Der Friendly war, den habe ich noch Hallo sagen hören oder so. Und dann wurde er erschossen, glaube ich. Oh, krass. Ja gut, würde ich ja, sagen, gut, Leute. Haben wir erstmal hart aufgeräumt. Full Equip, dank Daniel. Ich würde sagen, dementsprechend gute Leistung hier vollbracht natürlich, Bro. Na sicher, selbstverständlich. Wieso die Pump gar nicht mitnehmen? Weil ich eine M4 habe jetzt. Oh, das ist ein Argument, ja. Bist du die? Nee, ich nehme alles mit dir. Alles klar, sehen wir uns okay, gleich wieder. Okay, perfekt. Kleiner Kartmann, Leute. Nice. Hinter mir! Gibt's ein Problem? Alter! Wo bist du? Richtung Offiziersbarracks. Ja. Oh, diese Dreckszombies. Es sind zwei im Busch. Im Busch? Im Busch. Full equipped. Scheiße, wo genau? Man verpisst dich doch einfach. Richtung Zelt, Richtung Offizierzelt, ne? Okay, ich hab eingesehen. Einer roter Backpack und der eine... Ja, mit dem roten habe ich gesehen. Im Busch, wir sind vorbeigelaufen an denen. Ja, ich hab's gesehen. Okay, gut. Sind die immer noch im Busch? Ich glaube, die berühren sich nicht, ne? Nee, glaube ich auch nicht. Nate? Was sollen wir Nades hinwerfen? Wäre schon krank, oder? Ich hab Bock. Okay, bist du bereit? 3, 2, 1, ich zünd die Nade. 3, 2, 1. Und 3, 2, 1, Wurf. Oh, das könnte. Obwohl. Oh, das ist. Naja, geht so. Ich hab Schaden bekommen. Du hast Schaden gekriegt? Hinter der Mauer, ja. Sind sie tot? Die Dreckszombies, ne? Ich weiß nicht, ob das so smart war. Na, irgendwie nicht. Bist du zugeschossen? Ja, muss, Bruder. Ja, okay. Yeah, I don't know. Die sind immer noch im Busch. Okay. Ich zieh mich zurück. Ich kann gleich hin snipen. Ja, wie? Ich bin jetzt rangepusht. Du machst das schon. Sonst spielst du safe. Kann ich sehr gut safe spielen, ne? Mit 1000 Zombies hinter mir. Ach so. Aber vielleicht bewegen die sich dann mal. Aber welcher Busch denn? Mann, der direkt vor mir. Bing mal. Ach so. Kann nicht bing. Schießt du auf mich? Nein. Alter. Ey, jetzt reicht's mir, ich push auch ran. Welcher Drecksbusch ist denn das? Ach da, ich seh ihn, ja. Er schießt auf mich. Hat der einen Hit? Einer ist dead. Der ist dead. Einer noch im Busch, Achtung. Shit, welcher Busch? Der direkt dasselbe. Ich würde den gerne sehen. Oder hat der einen gecrashed oder ausgelockt? Oder hat der die Pose gewechselt und schießt die ganze Zeit auf uns, der Typ? Das kann natürlich auch sein. Ich sehe hier halt niemanden. Ich glaube nicht, dass er hier vorne im Busch hockt. Es ist so krank. Das hatte ich noch nie, die Situation. Nee, ne? Vor allem hier auf dem Vanilla-Server einfach so.
Ich glaube, der eine Typ ist dann quasi rotated und schießt die ganze Zeit auf uns. Der ist rotated, meinst du? Hat der einen roten Rucksack vor uns hier? Ja. Ich glaube schon. Der schießt auf uns wieder. Ja, der ist irgendwo weiter weg, ne? Der Typ hatte keinen roten Rucksack an hier vor uns. Wait, nicht? Nein, wo ist der zweite, Alter? Das aber, kann nicht sein. Hä? Hier war doch gerade noch einer mit rotem Rucksack. Oder habe ich mich so hart verguckt? Ja, ich hab's doch auch gesehen, Bro. Ohne Scheiß, ich bin vorbeigerannt an den zwei. Ist da noch einer im... Ich glaube, da liegt einer drin, ne? Friendly? Ja gut, das hat's jetzt nicht gebracht, ne? Oder hat's ihn erwischt mit der Nate? Nee, oder? Das kann auch sein. Sollen wir mal kurz gucken gehen? Alter, ich fuck off, Alter. Mir reicht's jetzt. Der ist tot, der ist tot. Der ist tatsächlich dead. Wir haben ihn. Oh, lol. Wait, stopp. Es hat trotzdem jemand geschossen, ne? Ja, kann sein, dass ich ihn auch vorhin getroffen habe. Durch den Busch geschossen und so. Durch den Busch. Ich kann nicht reden. Ich auch nicht. Okay, lass ganz schnell hier alles mitnehmen, was irgendwie vernünftig aussieht. Steps. Zombie. Hab ihn. Nice, Bruder. Hat er noch was Geiles? Ja. Oh mein Gott. Jetzt nicht mehr. Kannst du noch einen Rucksack mitnehmen? Ja, warte ich. Oh, fuck, Mann. Oh nee, das wollte ich nicht, ey. Der Landmine. Das Looten im Game ist echt wild. Ja, das Looten ist echt wild. Was hat der hier? Beefsteak. Okay, das ein oder andere. Aber ich würde sagen, wir machen uns hier aus dem Staub, oder? Echt? Ich bin ein bisschen lootgeil gerade, Bro. Ich bin auch extrem lootgeil, aber das ist nicht gesund. Und das weißt du ja, okay, auch, Mann. Okay, scheiß drauf. Ich nehme mir die AK noch. Wo ist die AK jetzt? Hier. Ich nehme die AK von denen noch mit. Hä? Wait, du hast auch eine AK? Ja, für dich kannst du den Mac noch haben später. Ja, ich habe auch AK. Ich hab Double AK. Lass weg, oder? Lass weg, oder? Ja, Richtung Terror. Liebe Leute, wieder. Das war krank. Im Busch haben wir uns noch nie Leute begegnet. Nee, ne? Vor allem so eine Auseinandersetzung ewig nicht gehabt in der Daily Standalone hier in Balota. Ich auch normalerweise nicht, immer so Bambi-Massaker und man sieht sich und weiß Bescheid. Okay, jetzt geht's gleich los. Ist echt so, ey. Es ist so. Oh, ungewohnt gerade. Mal weg. Extrem. Stadt, ich würde sagen, wir hauen einfach ab, oder? Ja, okay. Scheiß auf den Sniper, oder? Scheiß auf den Sniper. Da können wir, glaube ich, eh nicht viel machen. Nee, natürlich nicht. Die kommen vielleicht nochmal wieder, um ihr Loot zu holen. Da können wir mal ein bisschen an die Küste gehen, um die vielleicht abzufangen. Aber ansonsten würde ich sagen, gehen wir zurück nach Tscherno. Gucken wir mal, wem wir da irgendwas Gutes tun können. Oh, gute Idee. Wir können die AK verschenken. Das ist eigentlich normal bei uns, oder nicht? Wir könnten die AK verschenken. Ja, was habe ich hier gerade eigentlich? Ich habe noch eine AK-74, 74, du weißt, was ich meine, ne? Also zwei AKs zum verschenken? Ja, klar. Okay, krass. Pumpgun habe ich noch, Revolver habe ich noch, ich habe auch Mosin, Bruder, mit Linkscope. Oh mein Gott, du bist voll entfernt. Aber mit so einer hässlichen Flasche drauf, das geht gar nicht klar. Das ist echt widerlich, ja, das ist widerlich, ja. Never get out of style, würde ich sagen, ey. Never get out of style, Mann. Ja gut, da sind wir eigentlich ganz gut ausgerüstet soweit. Und machen uns mal zurück auf den Weg. Ja, Richtung Tscherno, in die Küste da. Zurück. Vielleicht Richtung Felsen schnell. Und dann, ja, ne? Gucken wir mal, was wir so verschenken können. Nice, perfekt. Bro, pass auf. Bruder, was ist los? Liebe Leute, währenddessen wir geflüchtet sind vom Balota Airfield. Ja. Sind da an der Tankstelle Schüsse gefallen. Da war gerade einer. Was? Ja, Mann. Was? Ja, 5-6 Schüsse. 5-6 full-equipped Squad? Nein, wahrscheinlich nur einer, aber... Ach so, Schüsse. Eine bedrohliche Gefahr, denn... Da habe ich den Schuss wohl nicht gehört, Bruder. Oh, ich glaube, der ist full equipped, Alter. Echt? Wo ist denn der jetzt? Der kommt jetzt Richtung Balota Hauptstraße, glaube ich. Ey, ich habe 1000 Dinger am Körper. Wie, glaubst du oder tut der? Na, ich sehe noch am Rand der Straße, im Wald. Am Rande der Straße, am Wald. Okay, ist der noch vor dir, also zwischen dir und der Tanke, oder? Ja. Gleich auf selbe Höhe wie ich. Was soll ich tun, Bruder? Ich sehe euch leider nicht. Aber schon auf Waldseite, ja? Ja, ganz am Rand vom Wald. Der rennt jetzt Richtung Balota straight. Was machen wir, wenn er... Der ist gleich links vor dir. Wait, du bist auf dem Gleis, ne? Ja, der ist gleich links vor dir. Was machen wir? Das ist zwei, der hat Waffe gezogen. Gelber Backpack. Oder was ist das? Ein Schweine-Backpack. Ist der im Wald oder haben wir noch auf dem Rasen? Ja, im Wald, am Rand. Am Rande des Waldes? Boah, dieser Rauszoom-Bug nervt mich übelst, Alter. Ich kann so nicht spielen. Schreist doch rum in den Wald, doch selbst dein Echo nennt... Oh. Dein Echo nennt dich... Was? Na, was? Ja, kleine Boss-Anspielung natürlich. Wenn du den Track kennst, schreibst du mir nicht. Also, auf jeden Fall, wo ist der denn jetzt? Siehst der du muss den in noch? Einer der Tannen hocken jetzt. Achtung, vor dir. Einer der Tannen? Vor dir, Alter. Schieß doch! Wie? Ich sehe ihn nicht mehr. Er muss mit da irgendwo hocken in der fucking Tanne mit einer richtigen Waffe. Hilfe. Digga... Was, Digga? Geh doch mal hin und sprich oder so. Was für Reden des Fuhle gibt, der schießt vorhin, der hat vorhin geschossen. Ich rede in der Daisy Standalone nicht mit Bewaffneten.
Ach so, falscher Ansatz. Ah, falscher Ansatz hier in der Daisy Standalone. Immer friendly. Warte mal. Der ist gleich. Ist er bei dir? Diesen Steps. Ja, er rennt vorbei. Er aimt auf dich. Er aimt auf mich. Nee. Dann schießt. Nee, er aimt doch nicht auf dich. Er rennt jetzt ganz normal weiter. Siehst du ihn nicht? Da, ja, doch. Was machen wir? Weiß ich nicht, Bruder. Friendly ist friendly, oder? Oder? Meinst du friendly? Ich weiß nicht. Wir sind full equipped, wir wollen eigentlich das Loot noch verschenken an Bambis. Ja, das ist richtig. Wir wollten eigentlich. Aber guck mal, wir müssen den schon jetzt anhitten, ne? Sonst rennt er weg, sonst haut er ab. Der wird looten, Balota. Alter, wieso schießt du? Warum denn nicht? Sonst rennt er weg, der hört uns doch gar nicht. Oh mein Gott, das ist aggressiv, das killt er uns wahrscheinlich noch. Was? Ja, was? Oh, ich kann nicht rennen, ne? Scheiße, ich bin echt Futter hier auf dem Rasen. Scheiße, der wird jetzt nie wieder aus dem Wald kommen, Bruder. Das ist echt kacke jetzt. Ja, komm, lass Tscherno, oder? Really? Willst du jetzt ein Ziel lassen? Ja, keine Ahnung. Der hat doch nichts gemacht. Wir auch nicht. Ich wollte nur Hallo sagen. Ich meine, Schuss muss ja nicht mal bedeuten, dass ich den hab killen wollen, sondern das kann ja auch nur so als Hallo, hier bin ich gemeint sein. Verstehst du, was ich meine? Ein Hallo in der Daisy Standalone ist mit einem Schuss verbunden. Das missverstehen viele Leute, ja? Ach so. Heißt nicht immer, dass sozusagen. Oh, sorry, Entschuldigung. Auf jeden Fall, das war auch nur lieb gemeint, dass sozusagen. Sollen wir nochmal hin Hallo sagen, oder? Er ist weg, Bruder, du hast ihn verscheucht jetzt. Echt? Ja gut, komm, dann Tscherno. Alter, nice, perfekt, ey, Leute. Nice, Mann. Hilf mir! An der Kirche! Ich seh den. Okay, nice, bei mir. Nice, perfekt. Ey, was eben Zombie hinter ihm, Achtung. Komm. Scheiße, warum? Ich meine, wir kämpfen hier gerade gegen Zombies. Wir haben auch da ein rotes Zelt aufgestellt. Für das eine oder andere Bambi natürlich. Ja, wir wollen Waffen verschenken, Bruder. Wir wollten sie verschenken, Mann. Was guckst du, ist so blöd oder was? Ja, der hat ja nix. Wow, wait, noch ein Schuss? Nein, ich habe ihn geheadshottet, weil er mich nervt. Ach so. Hä, warum denn? Er nervt mich einfach. Bruder, der liegt am Boden, der kann nix. Ja, weil er uns angreifen wollte, das nervt mich. Der kann nix. Ach, weißt du was, ich habe übrigens krasse 1,17 News. Fickt euch doch mal! Meine Fresse! Wieso hat der so einen scheiß Anzug an? Es macht überhaupt keinen Sinn in dem Game. Wirklich. In der Kirche habe ich schon 5 Zombies eingesperrt. Danke für nichts, Bruder. Danke für nichts an der Stelle. Oh mein Gott, Alter. Nice. Daisy Standalone, aber eine Bruderschaft bleibt oder was, ey, am Arsch. Ey, selbst diese harte Krise werden wir durchstehen. Glaube ich nicht. Nee, Bruder, das war's. was? Wo bist du denn jetzt? Weg von dir. Alter, fuck me, es sind alle Zombies hinter mir. Auf jeden Fall kleine 1,17 News hier. Und zwar hat uns hier Vato Loco geschrieben. Und zwar, er meint bei seiner PS5-Version, nice, Bruder, Konsolengold natürlich hier gesichert an der Stelle, dass, er hat den Scheißbug auch. Ach, mit dem Ranzoomen? Mit dem Rein- und Rauszoomen, ja. Ey, es ist so schrecklich, Leute. Atombombe? Atombombe in der Daisy? Was war das denn? Ist die Daisy Standalone mittlerweile so real wie der Real Life? Warte, ohne Scheiß, was war das? Das hat sich ohne Scheiß angehört wie eine Atombombe gefühlt, ne? Ja, ne? Also ich kann es nicht einschätzen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das war so ein Gift-Drop, oder? Ah ja, auf dem Server? Ja, das gibt's auch. Ja, klar. Du schießt, oder? Nee. Wie, nee? Doch. Ja, irgendwelche Affen hier, ey. Ja, ein Schuss? Ja. Es ist ziemlich nervig, als wenn ihr Leute spotten wollt und dieser Bug reinkickt, ne? Wie der Zombie weg, ich gebe ihm Headshot und er fliegt seitlich was weg. Was ragest du denn so? Sorry, ich bin schlecht gelaunt, ey. 5 Minuten das Game hier schon wieder gespielt. Ja, ich kann mir denken, warum du schlecht gelaunt bist. Gott, ey. Denn der Sommer, liebe Leute, der Sommer fängt wieder an. Der Sommer fängt wieder und wir beide, an, natürlich. Wir beide mögen nicht so diese Hitze. Jetzt mal ganz ehrlich, gerade wenn du irgendwie am Rechner sitzt oder so, das ist doch absoluter Abfuck, oder nicht? Keine Ahnung, es gibt Leute, die mögen das, so schwitzen, stinken und so. Irgendwie 30 Grad und 70 neben dem Rechner, das ist doch nicht feierlich, ey. Ist es echt nicht, ich bin in der Kirche. Oh, jetzt kommen hier 5 Zombies, ja, das juckt mich nicht. Ja, die Kirche ist safe, wohl, wir können uns hier verbarrikadieren und eine Base bauen. Das macht man doch so in der Daisy Base Building, ey. Bist du das? Ja, weiß man doch hier nicht, ey. Muss ich kurz abreagieren, sehen uns gleich wieder, oder? Ja, kleiner Kater, nice. Besser ist es, Mann. Liebe Freude wahrscheinlich. Liebe Freunde, natürlich. Bevor natürlich die Action hier weitergeht, liebe Leute, kommen wir noch zum Besten des heutigen Videos, ne? Wait, habe ich da gerade einen Zombie auf dem Dach gesehen? Ja, ist ein Zombie auf dem Dach. Das kann nicht sein, oder? Doch, der kann klettern mittlerweile. Gott, das ist. Wow, ja, gut. Hä? Auf jeden Fall haben wir Gags vor. Hä? Wo kommt der denn jetzt her auf einmal? Kommt er aus dem.
Hä? Wait, einfach aus dazu? Über die, also ja, liebe Leute, wir haben noch hier die Gags. Wir haben hier noch die Gag-Sektion vorbereitet. Ich würde sagen, Bro, du fängst direkt mal an. Ja, aber wir gehen schon in die Police, oder? Ja, auch ja, okay. Ja. Ja, pass auf, und zwar habe ich einen richtig geilen Gag hier von Mimic 18 oder Mimic 18 natürlich, wie man sich heutzutage nennt. Hashtag, ist wichtig, dass wir wissen, dass es lustig ist. Warum findet der Henker nie den Rückweg, Bruder? Ich kenne den Gag, aber lest doch gerne vor. Sag doch mal die Antwort, hast du sie noch parat oder muss ich dir ein bisschen hier auf die Sprünge helfen? Du musst mir mehr auf die Sprünge helfen. Weil er nur die Hinrichtung kennt. No. Oh, deswegen Rückweg und Hinrichter. Ja, Hückring, ja. Du hast auch noch einen. Lass mal hören, ich bin richtig gespannt, Bruder, was du da wieder hier vom lieben, aus dem, ja? So, sorry. Vom lieben Markus, der uns hier natürlich förmlich zuspammt unter jedem Daisy und so Video. Hashtag gerne, gerne, Daisy. Gerne. Der Portier sagt zum Gast, diese Tür geht Manuel. Sagt der Gast, danke Manuel. Manchmal geht sie auch Emanuel, aber dann ist sie weiblich. Verstehst du den? Habe ich jetzt nicht verstanden. Wegen Manuel und Manuel, also Manus die Hand, ne? Manuel, Manuel Hand, Manu, die Tür öffnen. Ja. Mit Manuel und Manu und Emanuel, verstehst du? Manuel. Ah, jetzt Manuel. Jetzt macht ja. Sinn, Bruder. Jetzt, pass auf, ich habe hier eine Landmine. Perfekt, und dann? Ich fände es schon gut, wenn wir die heute noch explodieren hören. Und zwar nicht, weil wir. Ja, das auch, aber wir haben noch eine Mission am Start. Wir wollen immer noch Loot verschenken, Leute, aber es traut sich halt keiner mit uns zu reden, ne? Es traut sich keiner mit uns zu reden. Das ist leider. Kann man die nicht irgendwie so platzieren, dass man die nicht sieht? Oder ist die Day Standalone doch so ausgereift? Naja, du kannst ja vielleicht ein paar Büsche drumrum legen. Ach so. Ah, nee, warte mal. Gibt es nicht irgendwie Items, die das besser verdecken? Weiß so, ich nicht, so wie zum Beispiel. Ja, ja. Leg mal drauf. Meinen? Ne. Ja, ich mach die mal. Muss man die gleich noch schaffen? Guck mal, unter mir erscheint jetzt auch eine. An meinem Hintern. Oh Gott, pass auf, Mann! Sie tickt, sie tickt! Ja, liebe Leute, wir suchen hier noch Leute, die es würdig sind, Loot zu bekommen. Das müssen halt schon Leute sein, die ihr Mikrofon verwenden können, ne? Das ist richtig, die müssen sich natürlich bedanken können. An dem Sinne würde ich sagen, machen wir einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder, wenn hier der erste Strolch begegnet. Bist du das da? Ja, klar. Nice. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, jemand ist gerade in die Landmine rein. Und Schüsse irgendwo, Sniper. Oh, scheiße, ist echt in ihn reingetreten. Warte. Ja, klar, warte ich. Was machen wir, wenn es ein Bambi ist? Weiß ich nicht. Schenken, oder? Oh mein Gott, Bro. Was? Es war ein Zombie. Naja, oder? Doch. Da ist was explodiert, Bruder? Ja. Landmine. Nice. Ja, wir haben ein bisschen Ausschau gehalten hier nach Bambis und haben eine Explosion. Kann der auch über die Mauer springen oder ist es rausgepatcht worden? Ah. Hey, Bro. Geht doch. Was ist los? Eine schöne Überraschung für dich. Natürlich hier eine Daisy Standalone. Really? Jupp. Hä, da geht ein... Tür. Achso. Oh. Ich dachte, okay, ja, Zombies in die Landmine gelaufen. Richtiger kleiner Hurensohn, muss man sagen, an der Stelle. Bitte, was ist der? Hä, was? Uhren so? Ah, Uhren. Ah, kleiner Uhren. Gag natürlich, Uhrensohn, denn ich habe mir eine Küchenuhr gefunden, Bruder. Eine Küche. Nice. Oh, geil, die Tomate ist mir da. Liebe hier. Leute, ich find's geil, dass ihr es so gefeiert habt, wie wir mir die Tomate anschauen hier 3 Minuten. Ja, aber. Nice, perfekt hier. Die geht irgendwann hoch, Digga. So ich sind sag's wir halt. Wahrscheinlich, ne? Digga. So sind wir halt, ja. Ja, gut. Ist natürlich, ich hatte jetzt nur gerade die Illusion, dass vielleicht der Zombie aus einem bestimmten Grund hier in die Police gerannt ist. Aber war hier jemand drin. Ist ja wieder total random. Ich hatte halt gehofft, dass es ein Bambi ist, damit wir den ein bisschen beschenken können. Wait. Ja, jetzt. Dass kein Bambi jetzt hier reingelaufen ist in die Mine, ne? Das macht natürlich keinen Sinn mit dem Schenken. Aber gut. Ja, gut. Haben wir noch einen kleinen Cut. Perfekt. Nice, Leute. Bro. Was ist los? Da ist einer. Wir könnten ihn vielleicht beschenken. In dem Komplex, in dem kleinen. In dem kleinen Komplex? Ja. Wo denn? Wo genau? Krankenhaus oder Office? Nee, hier, das kleine hier. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Welches kleine Komplex? Ah, du bist weggelaufen, Mann. Wo, welches? Das hier, Mann, das braune. Yo. Was braun? Hä, was braunes? Da hinter dir. Oh. Shit, das ist meine Voice-Taste. Yo, hey, what's up? Can you put off your helmet, please? We can barely hear you. Also, ich höre dich ja immer noch doppelt, Bruder. Klar, Mann. Oh, that's why. Oh, hey, what's up? I'm new to this game, first time playing.
Oh, wow. Nice. You have fun? You have fun? Or not so much? Yes. It's hard as fuck. Yeah, but it's very fun, right? Yes. Ja, natürlich, Bruder. Hat der eine Waffe verdient? I don't know how to put this knife away. Yes. Oh, ist richtig neu. We trust you. Der ist richtig neu. Wollen wir da richtig hart beschenken, damit er ausrastet? Ja. Yo, bro, this is probably the first and also your last time you're meeting someone really friendly. Because, this is for you. Take it if you want. For real? Sure. Oh, thanks. Alter. Yeah, my pleasure. Do you need some food or drinks, my friend? Everything you need. Yeah. Alter, ich drop den alles, Bruder, ist so nett. I have two cans of beans. Then you're pretty much good to go. I drop you a little bit. Just in case, one nade more. One food, water. It's all for you, mate. Thank you very much. You're welcome. Yo, bro. You're a very nice people. Take this helmet as well, so your head is protected. You know. Thank you. Yeah, you must survive. Yeah, you guys are too nice. You got a lot of stuff right now. Be careful. Because if you got stuff, you're a welcome target for other people. Yeah. So always be friendly, right? You know how to greet someone with F1? No. F1. Yeah. Nice. That's a good start. Where are you from, by the way? Yeah, bro. I'm sorry. Yeah, there are other challenges as well. I don't know. I'm from Sweden. Oh, war ja klar. Also da aus Nordeuropa, die sind alle friendly. Die Auswanderung hat schon gestartet, Mann. Schweden. From Belgium. Ich komme. I'm from Croatia, my friend. Take the nade with you. It's a little bit difficult if you don't know how to use it, but you will figure it out. Or you die. You know, would be a good learning. Yeah. Yes. Die mir einfach zustimmen, ne? Richtig guter Bruder auf jeden Fall. Ist echt so, ey. Yeah, then have a nice day. Stay friendly. You too. Yeah, you too. Skull, my friend. Skull. Have fun in the day standalone. Goodbye. You too, my friend. Thank you. Goodbye. Bye, my friend. Ich schwör's, der wird uns niemals vergessen, ne? Das ist seine erste Begegnung wahrscheinlich in der Daisy standalone. Und er denkt natürlich jetzt, boah, ist das eine nette Spielerbase hier? Ja, ne, ist das eine nette Spielerbase, aber da hat er sich natürlich hart geschnitten hier. Geschnitten, so wie meine Videos. So wie Bro, ach so. Geschnitten wie Videos hier, nice. Geschnitten wie Videos, Kid, ach so. Gutes Wortspiel natürlich hier am Start, das darf nicht fehlen. Grüß gehen raus an den Bo. Ah, nee, das ist da eigene Line gewesen. Das ist eigentlich eigene Line, ne? Nice, Mann. Aber der Sohn, ach so. Ah, nee, er muss ich sagen, es ist, glaube ich, kein Sohn einer Hure gewesen, der Bruder. Der war richtig friendly, richtig nett. Ja, keine Ahnung. Also, Grüße geil. Gehen raus an das geile Land Schweden, Mann. Wir kommen. Schweden. Bald kommen wir, Mann. Auf jeden Umzug Fall. Umzug ist geplant. Ach so. Umzug, NATO-Beitritt. Ach so. Jetzt macht's Sinn. Twitter wurde gekauft. Elon Musk. Lieber Elon Musk. Ich glaube, Elon Musk guckt auch jede Woche eigentlich Daisy 19 Uhr, oder? Jede Woche safe, Alter. Elon, wenn du das siehst, bitte kauf Bohemia Interactive. Und, I don't know, make Daisy great again oder so. Aber ich glaube, Elon hat das Potenzial dazu, oder? Ich glaube auch. Hast du eigentlich so einen Kinderrucksack? Nee, ich habe einen großen orangefarbenen. Ich glaube, einer ist gerade in die Police reingerannt, ne? Ja, ich bin in die Police reingerannt. Einen großen orangefarbenen Rucksack. Okay, kann sein. Ja, Elon Musk, wie du hörst, bitte kauf das Geld. Nee, warte, vor dir ist einer rein. Oder? Hallo? Dann kann er natürlich die ganzen Bugs hier beheben. Oder habe ich mich getäuscht, maybe? Also, ich sehe hier niemanden. Na, ich komme rein. Hallo? Yo, friendly. Warte mal, ich check nochmal ganz kurz oben ab. Eine Tür ist so, I don't know. Ja, dann würde ich sagen, wenn hier keiner mehr ist. Ja, haben wir doch einige zerberstet, diese Folge. Zu Recht, muss man sagen. Natürlich. Und nochmal ein richtig gutes Werk vollbracht hier, ne? Also, ja. Da muss ich uns doch auch selber hier auf die Schulter klopfen. Und in dem Sinne. Bis nächste Woche Sonntag 19 Uhr, oder? Bis nächste Woche, so ist es, Sonntag 19 Uhr, liebe Freunde. Liebe Freunde, macht's gut hier. Nice. Geil.
Yo Leute, hier ist Luzi aus der Schneidezentrale. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, kostenlos natürlich. Dementsprechend lesen wir uns in den Kommentaren oder im nächsten Video. Ja, das war Daisy 19 diese Woche mit Daniel und mir. Nächste Woche geht's weiter. Unter der Woche kommt auch noch ein bisschen was. Ansonsten gerne meinen Livestream-Kanal Twitch abchecken in der Videobeschreibung oder meinen Zweitkanal auf YouTube in der Videobeschreibung, Kit. Ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Abend und einen angenehmen Start in die Woche, ne? Muss man auch mal sagen, Leute. Macht's gut, euer Luzi und ciao.